Hallo, heute bin ich wieder mit Horizon Forbidden West. Letztes Mal habe ich ja Poseidon geborgen, war dann gleich bei Gaia und da geht es auch gleich weiter. Samen der Vergangenheit, rede mit Baal. Das machen wir gleich. Ah, der sitzt unten wahrscheinlich, oder? Ja. Herr Peter. Ja, dann runter zu Peter. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen Kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Peter? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitoraufseher bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hörte es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Phazinith und Zero Dawn. Sie kannte Elisabeth Zurbeck, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gerne über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je Wir kennen über das ihr ja Leben alles auf schon der vom Erde oder wie Durchgang. Sie zu den Zeniths kam? Ich würde das Etwas jetzt einfach so schnell durchgehen. Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, oder auf der gehen Erde wir gleich auf den Punkt? War sie eine gute Programmiererin? Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet Na, hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elisabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen, das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Dann lassen wir es dabei, das ist super. Wieder eine gute Hilfe. Aber Peter wird noch eine Top-Hilfe werden. Ich bin gespannt. Was ist los? Ich versuch's, Baal.
Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben. Und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte. Aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen, trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit, daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Das wird was werden. Aber so lange warte ich nicht. Auf ultra schwer, das weiß ich jetzt schon. Aber es ist leider nicht meine Lieblingsquest. Schauen wir mal, Samen der Vergangenheit. Begib dich zu Demeters Koordinaten. Dann schauen wir mal auf die Karte. Naja, da geht's ganz schön in den Westen. Wäre nicht schlecht, hier etwas zu sehen. Wo haben wir denn das nächste Lagerfeuer? Alles noch unbekannt. Ich glaube, wir könnten ab hier reiten. Das wird ein langer Weg. Und dann den Langhals machen. Ich halte mich jetzt nämlich mal an die Hauptquest auf ultra schwer. Sollte die Hauptquest zu schwierig werden, dann mache ich ein paar Nebenquests nebenbei. So. Ein Reittier haben wir ja. Nicht! Hoppala, jetzt habe ich mich verdrückt. Naja, kann passieren. Eine Rauchbombe. Nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich mein Reittier rufen. Keine Rauchbombe werfen. Komm schon. Danach sehe ich wenigstens was. So, wir müssen in die Richtung. Ich bin eh voll. Naja. Es geht. Schauen wir mal. Nehmen wir ab und zu mal was mit. Bitte, Fremde! Hilf mir, es zu töten! Ich bin eigentlich nur auf der Durchreise. Jetzt fragt mich dein Fremder. Verdammtes Ding! Geh mir aus dem Weg! Was ist denn das, ein Rollrücken? Das ist doch jetzt schnell weg. Auf ultra schwer ist der nämlich nicht einfach. Der ist aber entsperrt. Vielleicht kann ich mich anschleichen. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Weg. Jetzt stirb endlich!
wenn es spannend wird. Aber der bewegt Schwachen über Säure. Ja, ich möchte. Kann ich nicht jetzt. Verdammtes Ding! Geh mir aus dem Weg! Ich kämpfe dagegen ihn. Na, der springt raus. Ich erledige dich! Ja, dann erledige ihn allein, aber Hilfe. Zuerst hast du Hilfe gerufen. Was jetzt? Jetzt stirb endlich! So, ich helfe etwas. Jetzt rollt er da runter. Der Wind hat sich gedreht! Ja, weil ich einmal drauf geschossen habe. Ich erledige dich! Du erledigst ihn nur. Bin ich gespannt. Verdammtes Ding! Geh mir aus dem Weg! Jetzt kann ich ihn wieder nicht. Ich dich! Überrollt dich ja! Ach mein Gott, Ine, du sollst dich bücken, genau. Schnell da rein. Ich erledige dich! Nicht gewinnen. Ich weiß es jetzt nicht. Kann ich nicht? Ich erledige dich! Ja, ich kann ihn nicht überdrücken. Weil er schon zu aggressiv ist. War's das? Wo bist denn du jetzt? Bist du davon gerannt? Jetzt schreist du um Hilfe und dann rennst du davon. Was ist denn das für einer? Ach, mein Glück. Hallo, wo bist du? Ah, da bist du. Ja, da haben wir eine Nebenquest. Du musst meiner Freundin helfen. Warte, langsam. Was ist los? Littei und ich gingen mit Waren aus Salzbiss Richtung Süden, als uns Maschinen angriffen. Ich ließ sie zurück, um Hilfe aus dem Hain zu holen und traf direkt auf eine weitere Maschine. Den Zehen sei Dank, dass du da warst. Deine Freundin kämpft immer noch an der Straße? Mit den Maschinen? Das versuche ich dir ja zu sagen! Ich hol sie raus, wenn ich kann. Mach dich auf den Weg und hol Verstärkung. Mach ich! Ich schulde dir was! Vorratsverlust, neuer Auftrag. Machen wir den schnell. Hoppala. Finde Littei. Können wir einen Champion-Gutschein? Warum nicht? Wenn wir schon da sind. Eigentlich wollte ich euch den Weg ersparen. Außer es wird spannend. Und ja, bin da gerade vorbeigekommen. Das heißt, es geht wieder zurück. Na dann. Oh, ich sehe da so viele Maschinen, da bin ich ja vorher vorbeigelaufen. Das ist ja Hammer. Sieh dir das an. Sie ist schwach gegen Schock. Aber es ist entsperrt, das Schnappmaul. Also wenn ich eins erwische, wäre das schon was. Ich muss mich irgendwie gut verstecken. Ich muss mich sehen, da hinten. Ja, ist schon ein Fragezeichen. Komm her zu mir, gut. Komm her. Na komm, noch ein Stückchen. Erst willst du mich jetzt ärgern? Komm.
konnte. Das ist eine Spitzenmaschine wahrscheinlich. Scannen. Ja, Spitzenschnapper. Ich muss also mit denen wissen. Schnell weg, schnell weg. Ich wollte kein Spitzenschnappmäuler versuchen. Schnappmäulern. Wir werden jetzt wieder schnell vorbei als vorher. Noch bin ich hier nur schnell vorbei. Irgendwann folgen sie mir eh nicht. Ein ja, ich muss auf diese Spitzen. Ohne die Waren. Und Nacktsoldaten. So, wo ist mein Mini? Wo sind da? Hier bin ich aber nicht mehr. Und doch noch, das gibt's ja nicht. Alles vergiftet hier. Jetzt muss ich wieder Beeren sammeln. Jetzt wird's rum. Brauchen wir dich? Nein, nicht wirklich. Aber die musste irgendwo da drinnen sein. Ja. Super. Ich freue mich auf die Spitzenschnappmäuler. Ich brauche ein normales. Ich wollte nur was sammeln. Nein. Da muss ich hin. Mut rein. Dann schaffen wir da was nicht mehr. Eine kleine Nebenquelle, na klar. Ich muss da hin, lass mich da hin. Feind ist mit Sunana, super. Kann ich die auch noch ausschalten, oder wie? Oh, da ist ein... Was ist denn da drüben? Ein Donnerkiefer. Nein, 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 da donnert es mir zu viel. Da sind zu viele Schnappmäuler. Ja, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich sehe eh, wie viel Schaden die machen. Und das, obwohl ich top ausgerüstet bin, aber jetzt auf ultra schwer werden die Auftragsquests und Nebenquests immer schwieriger. Ja, die müssten sich mal beruhigen. Ich habe jetzt Eden drinnen, der gleich zu Ende ist. Ja. Jetzt ist gleich weg, oder? Da ist sogar noch eine Pflanze, die nehmen wir mit. So. Ich muss natürlich das Spitzen erwischen. So. Ja, da ist eine Stachelschnauze. Da wimmelt es ja nur so. Also ich weiß nicht, ob ich die Quest mache, schon noch. Na, jetzt müssen wir wieder vor zum Wasser. Ganz langsam. Füllen wir mal nach. Und nehmen wir den. Sie suchen mich. Ja, ich sehe es. Wenigstens eine, kein Spitzen. Eine Maschine, keine Spitzenmaschine ist. Ui, einer hat mich gesehen, glaube ich. Nicht bitte jetzt. Das sind alles Spitzenmaschinen. Ja. Und da kämpft irgendwer, oder? Wo ist ein Leben? Muss ich dorthin vielleicht? Ich habe Hunger. Tut mir leid. Wir sind in der Wildnis. Versteck mich mal da. Eine Tinakt. Wohl die vermisste Soldatin des Nachschubtrupps. Ja, wahrscheinlich. Hey! Betar schickt mich! Bei den Zehen, der Sack hat es geschafft!
Ich dachte, wir wären beide tot. Okay, du brauchst. Weg mit diesen Maschinen! Ja, dann nehmen wir sie das. Ich brauche noch ein Papier. Habe ich keine nachgemacht, Solo, bevor ich auf Reisen gehe. Ist der hinter mir auch einer? Na klar. Ich komme zu dir. Ja, das ist mein Tod, oder wie? Schnell da hoch. Gift allen möglichen, ey. Also die Maschinen werden halt immer schwieriger. Rauf da. Wo seid ihr? Oh, jetzt kann ich ihn da oben schießen. Wo gehst du hin? Da! Erwischt. Na, spring nicht so viel herum da. Maschinen, ne? Ist eh klar. Ich kann noch. Das sind die anderen. Ja. Und keine Munition. Schnell, heil dich. Oh. Jetzt machen wir es besser. Das war jetzt nichts. Ich wollte ja ein paar Maschinen aus dem Kampf nehmen. Aber die alles Schützenmaschinen. Ja. Zurück, zurück, zurück. Ich vergifte mich selbst gerade.
stirb jetzt. Ja. Ich sehe nur blaue Farben. Ich glaube, jetzt liegt der Niederschlag, ja. Ja, dann... Ich brauche mehr Munition. Ja, machen wir gleich welche nach. Können wir nachmachen. Bomben. Habe ich zu wenig genommen. So. Da ist was. Ja, ja. Sind doch wieder alle auf mich los. Das ist halt ein Wahnsinn, echt. Wollte den Stern auch noch vergiften. Die halten ganz schön was aus. Das wäre das hier das Problem. Und dann eine ganze Menge. Das ist eine Menge. Jetzt die Stadt. Mehr Maschinen kommen! Noch mehr? Sind ja schon genug. Ich habe ihn zwar getroffen, aber die holen ja noch andere Maschinen. Da kommt, wir müssen welche nachmachen. Ich kann keine nachmachen. Mir fehlt der Schlamm. Ich bin ein Dodo. So gehe ich auf Einsatz. Ja, müssen wir die normalen nehmen. Das können wir machen. Über die Kleinen über. Nun ist gut. Ich das nehmen wir. Ha! Ah, da haben wir Schlafen, das passt. Machen wir gleich wieder ein paar Pfeile. Der Schmiedestoß ist. Und einiges besser. Oh, das ist das auch nicht. Was ist das? Ja, das war deine Antwort. Nein, ich komme. Jetzt ist das aber. Alle Spitzenmaschinen hier. Hammer's? Bevor ich mit dir rede, nimm dich aber. Da ist ja noch einer im Leben. Das ist super. Das ist eine kleine, aber trotzdem. Kämpf du mal brav. Wo ist die Maschine? War es eigentlich? Ah, nicht von mir. Ja, warte. Ja, ich komme. Noch mehr Maschinen! Nicht Lord, noch mehr! Wie sollen wir denn damit fertig werden? Das ist aber jetzt dein Scherz, jetzt wird's laut. Oder?
finde ich nicht mehr lustig. Ein Krankheiten kann ich überbrücken, wenn du mich jetzt angreifst. Der hat mich gesehen. Es sieht aus, als es sieht ja ein Spitzenkrallenschwerter. Also ich schätze mal. Ja, also den kann ich hier nicht überbrücken. Keine Zeit zu zögern! Vita! Du störer Dummkopf! Ja, hast mich nicht enttäuscht! Endlich Unterstützung! Es sind Soldaten! Erahnt die Manöver! Jetzt komme ich! Nochmal! Das ist viel Spaß, ne? Hinten rein, aufstehen. Und kämpfen. So gehört. Nein, ich muss drauf schießen, warte. Weg, sonst explodiert dann von mir. Bitte. Ich kann nicht auf dich ziehen. Aber gleich, oder? Passt. Du hast es geschafft. Ich kann nicht glauben, dass ich lebe. Ja, ich auch nicht. Wenn wir schon dabei sind, kann ich dafür wenigstens ein paar Bomben nachmachen? Nein. Das waren alle Maschinen. Zum Looten meine ich. Ich habe noch immer den Loot drinnen. Jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauche. Aber die Beeren sind mir ausgegangen. Da haben wir ihren Baum. Werde ich bald brauchen können. Da liegt keine Maschine mehr rum. Kleines Vorratslager. Nein, wir haben alle. Ich habe alle gelootet schon während dem Kampf. Ich komme schon zu euch, keine Sorge. Danke. Wärst du nicht da gewesen, wäre ich jetzt Maschinenschrot. Alles, was ich tat, war deinem Freund dir ja nur etwas mehr Zeit zu verschaffen. Du erzählst was. Ich bin an der Straße kaum am Leben geblieben. Das glaube ich gern. Ich hoffe, ein paar der Waren sind noch in Ordnung. Ich auch. Nahrung ist immer knapp. Die Soldaten am Hain brauchen Rationen. Wir können nicht wieder nach Salzbiss gehen, um mehr zu holen. Ich helfe ihr wieder auf die Beine und dann ziehen wir, was übrig ist, aus dem Dreck. Mir knurrt schon der Magen. Danke, Fremde. Wir werden dir das nicht vergessen. Bleibt gesund. Ihr beiden. Gutes Stichwort. Bleibt gesund. Auftrag abgeschlossen. Vorratsverlust. Einen Champion-Gutschein erhalten. Ja. Also, ich würde sagen, ich schau mal kurz auf die Zeit. Wir machen Schluss beim nächsten Lagerfeuer. Ich wollte euch eigentlich den Weg ersparen. Dachte mir, ich reite schnell durch und wir machen die Hauptquest. Wurde hier aufgehalten. Ja. Einmal hat es mich erwischt, habt ihr gesehen.
waren doch sehr viele Maschinen und dann noch alles Spitzenmaschinen. Und das ist ultra schwer, ist halt jetzt nicht mehr so einfach, wie es beim ersten Mal war. Normalerweise schaue ich, dass ich immer einen guten Standpunkt oder Standort habe, wo aus ich in Ruhe kämpfen kann. Aber da war ja wirklich nur freies Feld. Ein paar Steine. Soll ich den mal schnell holen? Ja? Der rennt mir davon. So, da. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Da ist er eins. Ich laufe danach ins zu. Na passt, dann geht die Reise nächstes Mal von hier weiter in den Westen. Samen der Vergangenheit. Wer weiß, was uns am Weg noch so begegnet. Vielleicht seid ihr mit dabei. Es würde mich wirklich freuen. Eloy macht immer wieder Spaß. Ich glaube, jetzt muss ich wieder etwas mehr üben. Weil ich sehe, dass die Herden wirklich alles jetzt nur mehr Spitzenmaschinen sind. Was bringt mir dann das Überbrücken? Weil die Spitzenmaschinen kann ich nicht überbrücken. Naja, wir werden es herausfinden, ob wirklich alles nur mehr Elite-Maschinen sind ab jetzt oder ob es auch noch normale gibt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr nächstes Mal mit dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.